Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Wir starten das Video mit einem 10er. Und. Oh. Manche freuen sich noch über Chanerga, aber ich überhaupt nicht. Leider. So, es ist Montag. Wir können nämlich gleich, ich weiß nicht genau wann, ich glaube ungefähr 9 Uhr, die Belohnungen für Adventure Sync abholen. Wir schauen mal meine Statistik an. Diese Woche gelaufen 135,8 Kilometer, 144 Eier gebrütet, 27 Bonbons gefunden, 147.374 Schritte und 9.076 Kalorien verbrannt. Kilokalorien heißt es, glaube ich. Das heißt, ich habe die letzte Aufgabe auf jeden Fall erfüllt. Die sollten eigentlich auch 100 Kilometer einführen, aber naja. Auf jeden Fall gibt es dann Eier, ein 10er-Ei, und man munkelt, aus diesem 10er-Ei soll garantiert Riolo oder Shinox kommen. Und das werden wir auf jeden Fall ausprobieren. So, das zweite 10er. Bin gespannt. Also um ehrlich zu sein, nicht. Ich habe schon gesehen im Beutel. Ja, yeah, Bummels. Wieder. Fast mein Handy fallen lassen. Alles wegen Bummels. Es ist soweit. Punkt 9 Uhr und 1 kam die Benachrichtigung. Problem ist, ich habe nur einen Platz für Eier. Und es gibt für 25 Kilometer ein 5 Kilometer Ei zur Belohnung. Leider nicht mal ganz geschafft. Schauen wir mal. Ich hol's mir jetzt ab. Ich will das 10er sehen. Also das 5er ist ja nicht garantiert. Dementsprechend. Also die Eier sind. Ah. Und das 5er Ei blockiert. Wieso kann man das nicht wegdrücken und dann irgendwann abholen, wenn man mag? Weil ich war noch nicht so weit. Richtiger Schmarrn. Schade. Wir können es doch nicht testen. Richtiger Schmarrn. Schauen wir mal nächste Woche, ob das funktioniert. Schade, schade, schade. Aber ihr könnt ja unten in die Kommentare dann schreiben, ob es bei euch funktioniert hat, ob ihr ein 10er Ei abgeholt habt und dann, was da rausgekommen ist. Sehr schade. Die sollten das 10er Ei priorisieren. Das sollte viel größere Prio haben. Zuerst das 10er und dann das 5er. Richtig so kleine Fehler von der Entik, die einen einfach aufregen. Amelie, 5,71, leider nicht, nein, sehr schlecht, sehr, sehr schlecht. Was auch sonst, wir haben wieder ein paar Eier am Start, so wie das ganze Event. Und es ist, ist so. Da könnte ich noch einen 100er gebrochen. Ah, 2,78, ich weiß nicht genau. Nee, nicht mal annähernd. Und eins, ja, eins haben wir noch. So, und Vulpix, Alola, da könnte ich auch noch einen guten gebrochen. 31 ist aber, glaube ich, nicht. Tag 15. Okay. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass jetzt diese Babys aus den 7ern kommen. Brütet ihr jetzt wieder mehr 7er? Oder interessiert euch das eher nicht so? Wir haben noch ein Ei. Danach geht's erstmal heim. Ich habe zwei Neuigkeiten für euch. So. Knospi. Leider nicht shiny. Den gibt's auch shiny. 4,82. Okay. Wir sind wieder zu Hause. Wie gesagt, zwei Sachen, über die wir reden können. Moment, das ist erst Sache Nummer 2. Und zwar im Pokémon Go Newsletter. Und zwar gab es eine kleine Ankündigung bezüglich der Entwicklungen. Die sollen bald kommen. Was genau bald sein soll, man weiß es nicht. Aber offizielle Ankündigung im Newsletter. Und die raten uns halt,
Bonbons zu sammeln für die Weiterentwicklung. Aber dass die Weiterentwicklung kommt, ist ja klar. Die Frage ist halt nur wann. Weil, ich meine, die haben schon viele Sachen angekündigt, wie zum Beispiel erweiterte Pokébox. Und es ist bis heute immer noch nicht da. Aber ich glaube echt, es könnte heute Abend sogar schon kommen. Und die sollen ja nicht einfach so entwickelbar sein. Man braucht anscheinend dafür einen Sinnohstein. Habe ich letztes Jahr auch schon irgendwie angesprochen. Nächste Welle soll auf jeden Fall die Entwicklungswelle sein. Fände ich cool. Ich bin gespannt. Ich bin bereit. Dann werden erstmal alle Sachen entwickelt. Vor allem die Kamux-Bonbons. Die werden rausgeballert. Und Roselia. Dann, zweites Thema. C-Day. C-Day-Folge ist vorbei. Check nochmal das Video ab. War lustig. War effektiv. War erfolgreich. Eine Menge Staub gemacht. Und jetzt die Frage natürlich. Was wird der nächste C-Day sein? Wir wissen, übernächster C-Day ist Kanimani. Aber was wird Dezember kommen? Und da gab es jetzt, ich will nicht sagen Leak, weil es eigentlich überhaupt keine Beweise dafür gibt, aber eine Fan-Theorie, sag ich mal, momentan noch eine Theorie. Aber die können wir auf jeden Fall besprechen. Eine interessante Theorie, und zwar ist es der 12. C-Day, Jubiläum, 12 Monate, ein Jahr, alle C-Days noch einmal. Um ehrlich zu sein, ich persönlich fände es sogar ziemlich geil, weil ich brauche noch ein Glücks-Stratini, ich brauche noch ein Glücks-Voltilam, ich brauche noch ein paar Glücks-Evoli und ein paar C-Day-Despota. Also persönlich wäre es nicht schlecht, könnte ich gebrauchen, dass alle C-Days nochmal kommen. Aber an sich ist es ziemlich schlecht. Das macht eigentlich alle C-Days wertlos. Und ja, nicht ganz wertlos. Man hatte seinen Spaß, man hat die Bonis abgestaubt. Aber das Besondere an den C-Days war ja diese 3 Stunden Exklusivität. Und ja, dadurch würde das eigentlich wieder weggenommen werden. Man beachte aber, Niantic juckt sowas überhaupt nicht. Die juckt überhaupt nicht, dass irgendwas selten oder exklusiv ist. Die bringen das immer und immer wieder. Die wollen, dass jeder das hat. Es gibt für Niantic kein nichts Seltenes und nichts Exklusives. Dementsprechend kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Aber schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Würdet ihr das feiern, wenn alle C-Days auf einmal kommen würden beim nächsten C-Day? Es gibt sicher Leute, die irgendwas verpasst haben und das noch gebrauchen können. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und wie gesagt, Niantic juckt das so gar nicht, ob irgendwas exklusiv bleibt. Aber das ist nur ein YouTuber, irgendein YouTuber, von dem diese Info kommt, der angeblich Insider-Informationen hat. Wir werden sehen, die Woche müsste eh die neue Information kommen, was der nächste C-Day wird. Aber wie gesagt, unten in die Kommentare, ob ihr das feiern würdet. Das war es erstmal von mir wieder. Muss hier noch schauen, wie ich den Stream vorbereite für Freitag. Let's go Evoli. Werde ich mir holen. Wer es verpasst hat, Evoli hat gewonnen die Abstimmung. Habe ich mir geholt und Freitag geht's los. Schaut im Livestream vorbei. Wir werden wahrscheinlich auf Twitch streamen. Wiederholungen, Highlights werden auf YouTube kommen. Mein Twitch-Kanal ist unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut vorbei, abonniert mich. Und ja, ansonsten genießt noch das Staub-Event. Läuft noch heute Abend und dann morgen noch bis 21 Uhr. Aber wie gesagt, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.